Hallo meine Lieben und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Tavernenmaster. Ja, heute versuchen wir mal, die erste Etage freizuschalten. Dazu brauchen wir aber 10 goldene. Und die kommen einfach nicht in unsere Taverne. Das heißt, wir müssten das über eine Veranstaltung machen. Und da sind wir dabei, eine Schlachtsiegfeier zu veranstalten. Und da brauchen wir aber noch 3750 Ansehen. Und die haben wir bei Weitem noch nicht zusammen. Also, gucken wir mal, wo wir vielleicht noch ein bisschen Ansehen zusammenkratzen können. Und hier hinten, na, Fenster brauchen wir jetzt nicht zwingend, aber wir könnten hier hinten zum Beispiel noch ein Bild reinmachen. Dekoration. Da muss so ein Schild, da bezahlen wir 500 und haben noch etwas mehr. Und wir nehmen mal das hier. So. Was haben wir denn da noch Gutes hier? So ein Geweih, das macht sich bestimmt auch gut. Ah, ist auch gleich wieder 500, ne? Oder noch so eine... Oder wir sparen noch auf so eine Ritterrüstung. Ja, letzten Endes ist es ja auch wurscht. So. Da brauchen wir noch 1000 Ansehen. Das ist gar nicht, so wenig. Ja. Hier ist dann noch unser nächstes Problem. Ich hatte es ja in der letzten Folge schon mal angesprochen. Unser To-Go-Tresen. Die Leute stehen da und wollen alle essen, aber ich glaube, unsere Schankmeiden, die haben dann doch noch ein bisschen zu viel zu tun. Und unser Koch. Ja. Dass wir das irgendwie noch ein bisschen geschmeidiger hinkriegen. Hat er denn noch alles in der Kiste halbwegs? So, noch ein bisschen Fleisch. Zack. Wunderbar. Wird auch langsam weniger. ...22 brauchen wir noch, seltene. Okay, wir haben 525. Wir stoppen jetzt mal am nächsten Tag. Und dann gucken wir mal, was wir zusammenkriegen, dass wir noch ein bisschen ans Ansehen kommen. Das zieht sich ganz schön hin, muss ich sagen. Das ist zäh, ne? Mit einer Taverne, die klein ist. Du hast nicht genügend Sitzplätze hier, um dann, ich sag mal, ordentlich Dublonen einzunehmen hier. Da zieht sich das alles ein bisschen länger hin als normal. So, ich würde sagen, kommt, wir machen mal noch ein paar Teppiche hin. Bringt jetzt auch nicht unbedingt so viel, ne? Zwei Prozent Chance auf Goldene, aber es kommt keiner. Es kommt kein Goldener. Verzweiflung. Einige Fässer sind leer, da war Milch. Und Früchtetee. Gut. Was haben wir noch zusammen? 500 hätten wir wieder zusammen. Dann machen wir hier mal so ein Schild hin. Hä? Da sind wir ja schon immer bei 3000.
3000 Ansehen. Oh, die rennen alle bloß so im Kreis rum, ne? Mal, die machen ganz hier hin. Und dann? Dann verschwinden sie. Drehen wieder rum. Ah, die laufen ganz hin, drehen wieder rum und kommen dann wieder hierher. Und dann? Wo geht's dann hier lang? Nee, weiter hinter kannst du nicht, nee. Naja, sieht man das? Ach nee, die verschwinden ganz hinten am Horizont. Zack, weg sind sie. So. Okay, neuer Tag, neues Glück. Muss mal ein bisschen zügiger gehen. Wie viel brauchen wir denn noch? 19. 19 seltene. Ach, wir haben nicht genug Kohle. Okay. Da war doch, glaube ich, eine Aufgabe, ne? Erreiche 4 Sterne bei irgendeinem Essen. Ja, da sind wir gar nicht so weit. Sind wir gar nicht mehr so weit entfernt. So, mal noch ein bisschen. Mal noch ein bisschen aufkohlen. Hier sieht es noch relativ gut aus. Ein bisschen schwarzer Tee können wir noch nachfüllen. Da könnte man ja theoretisch auf die andere Seite auch noch so ein Schild machen, ne? Brauchen wir noch mal 500. Was du da für Kohle naushaust, ne? Ja, Lorraine, was ist los? Du kannst ein bisschen schneller machen, wenn du trägst. So. Dekoration. Machen wir das so. Wir können auch mal so ein Rad dran machen hier. Wartet mal hier, von der Küche. Das geht doch, oh, 150 nur für 125 Ansehen. Geht das hier über den Herd? Nee. Dieser Gegenstand überschneidet sich mit einem anderen Gegenstand an der Wand. Hier, okay. Was haben wir denn noch? Würste? Ja, kann sich unser Koch hier umziehen? So, das sind doch relativ viele Ansehenspunkte für wenig Geld, will ich mal sagen. Was haben wir? Das könnte man doch. Mal gucken, wo wir das hin. Ah, okay, das können wir. Das passt da hier tatsächlich hin. Und so noch ein bisschen Kräuter. Hängen wir erstmal alles hier rein. Jetzt, okay, passt gerade noch so hin. Hängen wir erstmal alles so rein, ob das dann noch so bleibt in Zukunft. Mag ich mal bezweifeln, aber jetzt im Augenblick hilft es uns erst einmal. 1750, das heißt, wir brauchen ja 250 Ansehen brauchen wir noch. So. Was gibt's denn da noch für 250? Wenn wir das noch hierher machen? Oder wollen wir. Na, warte mal, wir könnten aber auch hier aufs Klo noch ein kleines Bild machen. Da machen wir, da warten wir jetzt mal, bis wir 500 haben. Ist mir egal, ob wir jetzt am nächsten Tag in den Nassen gehen. Das ist wurscht.
Ja, aber ich glaube, wir werden es heute gar nicht mehr hinkriegen. So, was haben wir hier? Bediene 50. Jetzt haben wir die Kohle zusammen. Sehr gut. Wir machen mal noch Dekoration. Wir machen hier ein schönes Bild aufs Klo. Hier. Was ist denn jetzt wieder? Hier gegenüber vielleicht? Was überschneidet sich denn da? Ach, wegen der... mit den Boxen oder was? Eieiei. Haben wir denn überhaupt noch Platz, um irgendwas hinzuhängen? Hier. Na, da würde ich sagen... was ist das dahin? Oder eher ein längliches Bild? Wir nehmen mal das hier. So. Kommen noch 50. 50 ansehen. Was haben wir denn da noch? Mal noch ein paar Pflanzen hinhängen. So. Jetzt müssten wir aber eine Veranstaltung planen können. Und zwar hier. Schlachtsiegfeier. Das wäre ja dann gleich für morgen, ne? Da müssten wir dann die Forschung umstellen. Etage. Und wenn wir die durch haben, gleich unten auf Requisiten für Suppe. Mal gucken. Hau bloß ab. Jetzt. Gib mehr als 1700 an einem Tag aus. Jetzt kommt ihr damit, oder was? Oh, was ist hier? Hier fehlt was. Warte. Glühwein. Früchtetee. Noch irgendwas? Schwarzer Tee könnte man noch abfüllen. Milch. Okay. Wie sieht's hier bei dir in der Kiste aus, mein Freund? Holen wir mal noch ein bisschen auf. So. Wenn dann die ersten gehen, müssen wir dann mal kurz noch mal einen Tacken langsamer machen. Läuft aber alles ziemlich ruhig ab, ne? Keine Randale, nicht. Was bezahlen die denn eigentlich? Warte. Zehn Taler für egal was für Getränk. Das ist natürlich... das sollten wir ausschöpfen. Jetzt, wenn wir das Ansehen haben... Warte. Jetzt muss ich mal ein Stückchen runtergehen. Mit der Geschwindigkeit. Ja, der nächste geht. So. Und Forschung beginnt. Kriegen wir vielleicht die Requisiten auch noch zusammen. Machen wir wieder schneller. So, was willst du, Renner? Was haben wir hier? Sorge dafür. Klar. Da kriegen wir doch bald unsere Elite-Kellnerin. Sehr gut. So, wie viel braucht man jetzt hier für noch Zähne? Nee, Quatsch, 4. Okay. Ja, was, seid ihr eingeschlafen oder was? Warte. Forschung. Scheiße, haben wir nicht mehr mitge... Na, ist egal. Okay. Also, Subi, ich guck noch mal kurz hier rein. In den Abschluss, Belohnung, 35 goldene, verärgert sind keine. Okay, ich würde sagen,
ganz dringend nächste Etage. Was brauchen wir doch spezial? Hier die Wendeltreppe. Wir hatten ja gesagt, dass wir hier hinten die Treppen hin. Das tun wir mal verkaufen jetzt. Und das müssen wir wegstellen. Und zwar am besten, wo es hinpasst. Vor der Türe. hier. Gut. Und jetzt Treppe. Wir wollten ja hinten eine für den Keller nehmen und vorn. Die geht hinauf in die nächste Etage. So, richtig. Jetzt gehen wir nach oben und bauen erstmal. Geld haben wir ja soweit. Bodentextur. Dann machen wir wieder schönes Holz. So. Wände. Brauchen wir eigentlich Wände oder können wir da auch so die Tische hochstellen? Ist eigentlich egal, oder? Ob die frieren? Ist doch die Heizung an. Aber das sind 50, ne? Pro Wand. Ne, wir machen mal Wände hin. Komm, wir sind keine Schweine. Ha! Moment. Das war... Okay. Da haben wir jetzt zwar unten einen Tisch weniger. Durch die Treppe. Aber das muss jetzt irgendwie... Elite-Kellnerin, komm. Die stellen wir ein. Marion, herzlich willkommen. Ich weiß nicht, ob jetzt in unserem laufenden Geschäft auch goldene normal mitkommen, oder? Wenn nicht, Küchenutensilien Level 2. Oder nehmen wir eine neue Bar. Wir probieren mal... Wir gehen dann... Warte mal, hier, nee. Wir machen erstmal den Feuerlöscher Level 2 fertig. So. Okay. Neuer Tag, los geht's. Und wir könnten eigentlich für die nächste schon mal uns wieder überbohnen. Fehlt wieder die Kohle, ne? Unglaublich. Kaufe ein Waschbecken für die Küche. Kaufe ein Gewürzregal. Ja, ist ja gut. Einige Fässer sind leer. Na gut. Kommt erstmal rein, esst und trinkt. Ich denke mal, jetzt mit unserer Elite-Kellnerin sollte das richtig fluffig gehen hier. Wir brauchen... Warte mal, ja. Wir brauchen noch einen zweiten Koch. Ganz dringend. Ich denke mal, dann könnten wir... noch den ein oder anderen Euro, hätte ich fast gesagt, abbeißen vom To-Go. So. Ich gehe mal, wir gucken mal, anheuern. Köche. Haben wir den einen, der ein bisschen ausgeglichen ist? Letzten Endes ist es egal, wir können ja die Punkte dann einstellen, wie wir wollen. So, pass mal auf. Gel. Wir machen die Punkte jetzt mal weg. So. Zack. Da geht's ja auch schon wieder los mit der Einstellerei, ne? Wer macht welche Etage und warum? 1000 Hammer, okay. Da
könnten wir jetzt sagen, wir gehen jetzt mal hier hoch und sagen, wir brauchen ja Lichter. Genau. Das wäre dann, ich denke mal, zwei reichen, ne? Hier. So. Das. Wie weit hat man den am zweiten Pfosten hier ungefähr? So würde ich fast sagen, ne? Okay, da haben wir alles ausgeleuchtet. Sitzplätze. Tische, Holzklasse einfach. Dann wird man hier... Heizung muss man hier auch noch... Wo hat man das? Ist ja nicht... Spezial hier. Okay. Da stellen wir mal um auf Heizung und sagen, wir brauchen, hier könnten wir dann einen Tisch hintersetzen. Ja, machen wir mal eins hier hin. Tische. Da geht schon wieder die Kohle flöten, ne? Eins, zwei. Na, reicht's noch? Sitzplätze. Okay, neuer Tag. Es befindet sich kein Feuerlöscher auf der ersten Etage. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Ich habe aber auch keine Kohle jetzt. Warum sind das denn 607? Was habe ich denn an Ausgaben, sag mal? Halt. Gehälter, Wachs und Öl, Musiker. Genau, da fällt mir ein. Wachs und Öl. Wir haben sehr gutes. Sehr gutes. So. Einige Kisten sind leer. Sorry. Wir haben alles ausgegeben. Und wenn, dann wäre der Feuerlöscher erstmal wichtiger. Was macht denn der Koch hier? Hat er nichts zu tun? Der hat nichts zu tun. Ja gut. Hast du gefeuert. Fertig. Jetzt haben wir Kohle zusammen. Also Feuerlöscher. Spezial. Wir nehmen den und den stellen wir mal am besten ja, mit hier hin. Das sollte erst einmal reichen, ne? Sitzplätze. Okay. Ah, kommt noch mehr hoch. Fehlen Zutaten. Ah, hätte ich jetzt fast vergessen. Ja. Ups. Jetzt müssen wir erst einmal wieder alles ein bisschen auffüllen. Da brauchen wir auch wieder Kohle für. Das heißt sparen. Tee. Es fehlt noch Käffchen. Ja, ja, ich weiß nicht genügend Kohle. Oh, jetzt. Milch. Nochmal Tee. Was haben wir hier im Menü noch? Levelaufstieg. Aber noch kein 4-Sterne-Menü. Menü irgendwo, nee. 7 rote fehlen. Okay, neuer Tag.
da rutscht am Anfang erstmal tüchtig in den Nassen, ne? Haben wir denn hier... Nee. Nee. Da können wir uns noch keine Bohnen holen. Da fehlt was in der Kiste. Ja, Weizen. Aber ich denke, wir kriegen bald jetzt wieder... Kommt bald wieder ins Plus. Warten wir mal noch ein Stück. Jetzt. So. Ist das denn oben gut besucht? Ja. Könnten wir natürlich Stück für Stück noch einen Haufen Tische hinmachen, ne? Also wenn die das schaffen, vier... Ich meine, wir haben ja die Bar und wir haben in der Küche. Da können wir können also 8 Schankmeiden einstellen. Die müssten das doch schaffen. Erdgeschoss und erste Etage, oder? Dass wir vielleicht oben gar keine Bar brauchen und keine Küche. Halt, der Kiste fehlt was. Da können wir oben alles voll Tische pflastern. So, was ist denn jetzt schon wieder hier? Ach, hier. Früchte-Tee. Okay. Käffchen. Sollten wir erstmal wieder ein Stück hinkommen. Was haben wir denn hier? Noch 3. Was? 2? 2 ja noch. Mein Gott. Das müssen wir doch irgendwann mal erreichen. Sind aber noch keine verärgert. Wird alles ganz gut angenommen. Jo, würde ich sagen. Machen wir noch... Ziehen wir mal noch einen Tag durch. Versuchen mal hier die Forschung noch zu beenden und oben mal noch ein paar Tische hinzustellen. Da wird noch genug Kohle drauf gehen. Was macht ja auch keinen Sinn, die ganze Seite jetzt hier mit Fenstern voll zu machen, ne? So, Bohnen. Oh, achte gleich. Okay. Jetzt gucken wir nochmal auf, ob wir da noch was hinstellen können. Tische. Ja, das ist... Oder macht das so rum mehr Sinn? Nee. Ihr könnt auch nur 4 dran. Ach, das ist so ein Tisch. Nee, ist leider. Nee, ist ein bisschen. Ein klein wenig zu lang. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Kann man denn den noch ins nach hinten rutschen? Ah, nee, da wird es dem zu kalt. Okay. Und wenn man den hier noch ran setzt. Ah, okay, hier geht's. Da würde ich sagen, setzen wir die Heizung hier hin. Und nehmen wir dann hier so einen langen Tisch. Entweder so oder so. Also ich glaube, es kommt aufs Gleiche raus. Ja. Okay, machen wir mal weiter. Brauchen wir mal Forschung? Da brauchen wir noch ein bisschen Kohle. Tja, was forschen wir denn jetzt?
Beginnen wir mal mit dem Fass, ne? Fehlen Zutaten, oder? Dir kann geholfen werden. Weizen wieder. Okay. Wie sieht's denn hier aus? 4 Sterne, kaufe ein Gewürzregal, kaufe ein Waschbecken. Mann. Küche. Gewürzregal. Ja. Und dann noch Waschbecken. Das kommen ja auch 450. Na ja, gut. Also ich glaube, die Küche muss ich dann erstmal noch ein bisschen umräumen. Dass wir wieder Platz drin kriegen hier. Zack, weiter geht's. Kauf einen Kessel für Küche. Ja, wegen der Suppen dann, ne? Das ist doch dann bestimmt hier die. Ja, neues Rezept, okay. Also wir kaufen jetzt erst einmal ein Waschbecken. Wenn wir das Geld dazu haben. Ja, warte mal. Was ist, bleib mal stehen. Was ist denn mit dir? Du heulst rum? Ja, so besser. Wir wollen sie mehr Kohle haben, ne? Jawohl, 4-Sterne-Brot. Haben wir jetzt die Kohle und können sie Waschbecken kaufen. Küche, Waschbecken. So. Und die nächsten Punkte. Kaufe einen Kessel für die Küche. So ein Kessel. Okay, 250 haben wir gerade noch. So. Neues Rezept. Was in einigen Kisten fehlen Zutaten. Überall klemmt's ja. So. Wir haben aber trotzdem erstaunlicherweise immer noch genug Kohle, ne? Wie sieht das denn jetzt oben aus? Wir wollten ja noch einen großen Tisch hin machen. So, für 8 Personen Sitzplätze. Ah, komm. So dicke haben wir es auch noch nicht, dass wir hier... Ach so, ja. Komm jetzt. So. Ne, läuft. Ist aber auch gleich besetzt, ne? Ich glaube, wenn wir die Bude hier oben alles voll Tische haben, da brauchen wir dann den Keller für die ganze Kohle, die wir haben. Weil wir nicht mehr wissen, wohin damit. So, wie sieht's denn hier beim To-Go-Tresen aus? Das war ja auch nochmal. 3 bleiben übrig. Sind schon wieder Fässer leer. Was ist denn hier los? Du sollst das Zeug doch punchen und ein bisschen strecken, dass wir da länger hinkommen. So, jetzt gucken wir es uns nochmal an. To-Go-Tresen läuft auf jeden Fall besser. Da haben wir vorher so, weiß nicht, bei 260 rumgehangen. Boni, Belohnung. Was war denn heute für eine Belohnung? Ach, ja, bestimmt wegen Forschung, ne? Essen verkauft. Beschwert hat sich niemand? Okay.
Da würde ich sagen... 129, ja, da würde ich sagen, das nächste Mal werden wir oben unsere erste Etage nochmal ordentlich ausbauen. Da wird nochmal viel Kohle drauf gehen. Können wir denn... warte mal, wir haben doch hier Wandtextur. Können wir doch eigentlich schon machen, ne? Das sieht auf jeden Fall schon einmal besser aus. Noch ein paar Fenster reinmachen. So. Gut. Ja, da würde ich sagen, dann machen wir hier erstmal einen Cut. Schaltet gern das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Tavernmaster. Wie gesagt, da machen wir oben die nächste Etage fertig. Ich denke mal, da kommt dann ordentlich Kohle rein und dann ist der Knoten endlich geplatzt, dass es mal hier vorwärts geht. Also bleibt mir schön gesund und bis dahin. Ciao, ciao.